Es gibt etwas Neues aus dem Hause Bernecker. Dazu brauchen wir eine Glaskugel, einen Bullen und einen Bären. Also, alles beste Voraussetzungen, um ein Depot zu führen. Scherz beiseite, unser neues Format bei Bernecker heißt Bernecker Depot. Wir führen zwei Depots, es treten gegeneinander an. Volker Schulz zusammen mit Oliver Kantem für den Aktionärsbrief und Walter Thyssen zusammen mit Bernhard M. Klinzing für den Frankfurter Börsenbrief. Ich darf beide begrüßen. Also, das lautet, oder besser gesagt, das ist die Paarung, der Aktionärsbrief gegen den Frankfurter Börsenbrief. Eigentlich kein Duell, deswegen auch kein Name irgendwie in dieser Art, sondern Depot. Wir wollen Ihnen einfach zeigen mit zwei Depots, dass man auch in diesen schwierigen Zeiten Performance machen kann. Oder auch nicht. Wir werden sehen, wie die zwei Herren sich heute schlagen, was sie sich ausgesucht haben. Vielleicht noch kurz zu den Regeln. 100.000 Euro ist das Startkapital und den Rest der Regeln können Sie bei uns auf der Internetseite dann erfahren. Die werden da in den nächsten Tagen veröffentlicht, damit Sie auch alles nachvollziehen können. Vielleicht noch kurz dazu gesagt, Kaufkurse sind immer die Kurse, die Eröffnungskurse am Freitagmorgen. So. Jetzt fangen wir mal an mit der Sendung, wollen die Zuschauer auch nicht zu lange langweilen. Volker, vielleicht einmal nicht die erste Frage. In diesen Zeiten jetzt ein Depot zu starten, ist schon eine schwierige Angelegenheit, oder? Ja, ich habe das im Vorfeld ja auch immer wieder gesagt. Einfach wird es sicherlich nicht, aber wir nehmen natürlich die Herausforderung an und ich denke, mit der richtigen Strategie und Taktik kann das was Gutes werden. Strategie, Volker, genau das Richtige ist natürlich, wir haben gesagt, schwierig. Fangen wir mal oder machen wir mal weiter mit dem Frankfurter. Walter, welche Strategie habt ihr euch jetzt für das Spiel zurechtgelegt? Also wir werden grundsätzlich im Prinzip bei dem Kurs des Frankfurter Börsenbriefs auch bleiben. Das heißt, wir haben ja generell einen Nachhaltigkeitsfokus in unserer Ausrichtung. Ansonsten sind wir strategisch aber sehr flexibel. Wir richten unsere Säge sozusagen immer wieder neu am Wind aus. Das wird bedeuten, dass wir sehr prominent hier immer wieder auf deutsche Werte ansprechen, aber auch die ein oder andere exotische Möglichkeit hier vorstellen werden und mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auch das ein oder andere Zertifikat. Da haben wir ja schon das Richtige dabei. Ihr habt auch ein Zertifikat. Wir kommen gleich mal so ein bisschen zu den Unterschieden. Aber vielleicht vorab auch noch, wenn wir uns gleich sehen, ihr arbeitet viel mit Limit, ihr arbeitet heute ohne Limit, so viel schon mal vorab. Aber welche Strategie habt ihr euch jetzt ausgesucht? Ja, also wir werden natürlich auch die Strategie fahren, die wir im Aktionärsbrief verwenden. Wir führen dort ja zwei Musterdepots. Das ist ja einmal ein spekulativeres Portfolio und zum anderen ist es das Around-Depot, was wesentlich konservativer agiert, wo vielleicht auch mal die ein oder andere Anleihe drin ist. Und wir werden hier jetzt in diesem Spiel dann eine Kombination dessen starten, was wir eben im Aktionärsbrief fahren, also eine Mischung aus beiden Portfolios, die wir im Aktionärsbrief haben. Gut, Strategie also abgeklärt. Fangen wir mit dem Frankfurter Börsenbrief an. Ihr habt euch sechs Aktien ausgesucht. Wir schauen mal auf die erste Tafel, wo drei Werte drauf sind. Da ist QSC, 2G Energy und Crop Energy. Also einmal Telefonanbieter und dann zweimal Energiebranche weiter. Wie hast du die Aktien ausgesucht und welche vor allen Dingen Erwartungen hast du an die Aktie? Ja, es sind alles drei interessante Möglichkeiten, die man auch durchaus längerfristig haben kann. Bei so einem Börsenspiel oder Depotspiel hat man ja so ein bisschen den latenten Druck, dass man sehr schnell Performance machen muss. Und bei diesen Aktien ist das in der Tat auch möglich, aber es sind auch Aktien, die man wirklich auf mittlere Sicht auch im Depot haben kann. QSC ist nicht nur Telefonieanbieter, sondern generell ein Spezialist für ITK sozusagen, also Telefonie, aber auch Datenübertragung. Und besonders interessant und prominent eben auch Cloud Computing. Das ist der besondere Wachstumsträger im Moment, ein stark wachsender Markt. Und QSC hat eine sehr, sehr interessante Ausgangsbasis, weil man schon jetzt ungefähr 30.000 Unternehmenskunden hat und damit eine sehr, sehr gute Plattform, um mit diesem Produkt an den Markt zu gehen und diesen Markt aufzurollen. Die Aktie war zuletzt etwas schwächer, aber hat eine gute Chance, wieder nach oben zu drehen. Wir arbeiten hier mit einem Stop-Buy-Limit, das heißt, wir wollen nicht einfach so reingehen, sondern erst dann, wenn sich der Dreh auch tatsächlich konkretisiert. Genau, deswegen gucken wir uns die Grafik nochmal an. Da sind zwei verschiedene Sachen nämlich drauf, die vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig sind. Und zwar haben wir auf der Kaufseite zum einen Kauf-Limit, also wir haben es hier Limit-Art-Stop-Buy und dann Kauf-Limit oder auch nur Limit genannt. Erklär vielleicht nochmal kurz die Unterschiede für die beiden Sachen. Ja. Also ein Stop-Buy-Limit sagt ja grundsätzlich, dass man kaufen möchte, aber erst dann, wenn ein bestimmtes Niveau erreicht oder überschritten ist. Das heißt, man kauft nicht zum tiefsten Kurs, das ist Teil der Strategie, sondern man kauft dann, wenn sich der Dreh und die Aufwärtsbewegung tatsächlich konkretisiert.
Man kann sich also sozusagen auf die Lauer legen und dann, wenn dieses Niveau erreicht oder überschritten wird, wird man dann eben ausgeführt. Bei einem Limit ist es eine klassische Geschichte. Man ist also bereit, nur einen Maximalpreis zu bezahlen. Das heißt, das geht nach unten hin. Und dieses Limit würde ausgeführt werden, wenn die Aktie zunächst einmal etwas weiter fällt. Das heißt, man kann hier so ein bisschen pucken auf Abstauberkurse, um dann eben günstiger zum Zuge zu kommen. Also, das sind die zwei Sachen, mit denen du deine Aktien versiehst, oder besser gesagt der Frankfurter Börsenbrief, mit Kauflimit oder mit Stop-Buy-Limit. Volker, ihr habt darauf ganz verzichtet. Ihr geht direkt rein in den Markt. Schauen wir vielleicht mal auf eure Tafel. Ihr habt euch für 3 Aktien und ein Zertifikat entschieden. Fangen wir vielleicht mal mit der ersten Aktie oben an. Yum Brands, ein amerikanischer Wert. Kennen vielleicht nur die wenigsten. Was verbirgt sich dahinter? Kennen die wenigsten, ist aber immerhin die größte Fast-Food-Kette der Welt, gemessen an den Filialen. Das sind global 36.000, das ist sogar mehr als McDonald's. Dahinter verstecken sich natürlich bekannte Namen wie Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut oder Taco Bell. Das Interessante an dem Unternehmen ist, dass es einfach läuft. Wir sehen hier, das sehen wir auch am Chart schön, wir haben jetzt eine W-Formation. Die Aktie notiert nahe ihres Allzeithochs, zeigt also absolute relative Stärke. Und das ist auch ein Wert, der sowohl kurzfristig eben weiterlaufen kann, aber auch langfristig als Trendinvestment sehr, sehr interessant ist. Also nicht nur für 6 Monate, sondern auch über Jahre. Man muss bei Jump Brands wissen, dass die in den letzten 10 Jahren ihren Gewinn mindestens immer zweistellig gesteigert haben, prozentual. Und das über 10 Jahre ist natürlich schon eine stramme Leistung. Die wachsen auch weiterhin zweistellig, haben jetzt auch wieder zum 3. Quartal 13% plus gemacht beim Gewinn und haben eine sehr, sehr starke Marktstellung in China. Die haben dort einen Marktanteil von fast 40% und der chinesische Fastfood-Markt, der geht richtig durch die Decke. Der wird dieses Jahr wahrscheinlich um 15% zulegen. Und wie gesagt, man ist dort Marktführer, weit vor McDonald's, die dort nur 16% haben und deshalb diese Wahl. Wer viel Fastfood isst, ne, der muss auch viel Energie verbrennen. Damit sind wir wieder beim Frankfurter Börsenbrief. 2 Energiewerte hast du ausgesucht, 2G Energy und Crop Energy. Sitzen die aufs gleiche Geschäftsfeld? Warum jetzt auf die Sparte? Warum seid ihr darauf aufgesprungen? Also das ist jeweils eine individuelle Story. Die beiden Unternehmen haben inhaltlich nicht viel miteinander zu tun. 2G Energy ist ein Spezialist für Energieerzeugungsanlagen, die dezentral sind. Das ist ja so, je nachdem, wo man ist. In manchen Ländern ist das Energienetz nicht zuverlässig. Und wenn man dann, sagen wir mal, große Einkaufszentren oder so weiter betreibt, kann es passieren, dass man dann erstmal tatsächlich buchstäblich im Dunkeln sitzt. Und die Unternehmen können sich also von dem lokalen Energienetz und Angebot etwas befreien, indem man eigene Anlagen hat. Das Besondere bei 2G Energy ist, dass man auf die Kraft-Wärme-Kopplung setzt. Das heißt, man erzeugt nicht nur Strom, sondern nutzt auch die Abwärme, die dabei entsteht. Und dadurch hat man sehr hohe Wirkungsgrade und entsprechend auch eine hohe Effizienz und Umwelt und wenig Umweltbelastung dann auch. Insbesondere dann, wenn man die Anlage mit Biogas betreibt, dann hat man also hier fast überhaupt keine Umweltbelastung. Crop Energies ist eine ganz andere Geschichte. Crop Energies ist einer der größten europäischen Hersteller für Bioethanol. Bioethanol hat ja in Deutschland einen etwas schwierigen Stand jetzt in jüngerer Zeit, gab speziell unter dem Stichwort E10, also die Beimischung von Ethanol in den normalen Kraftstoff. In Deutschland sehr, sehr unglücklich aufgenommen, auch unglücklich betrieben. Das Tankstellennetz war sehr, sehr lückenhaft. Die Unsicherheit auch bei den Verbrauchern war sehr groß, ob das eigene Fahrzeug das überhaupt verträgt und so weiter. Dabei ist E10 ja in den USA beispielsweise der Standard-Otto-Kraftstoff. Und wir gehen davon aus, dass sich dieser Kraftstoff auch in Deutschland stärker durchsetzen wird und entsprechend auch das Geschäftsvolumen für Crop Energies deutlich steigen wird. Und bei einem Unternehmen, was einen hohen Fixkostenblock hat mit Sachanlagen, ist natürlich ein Schlüsselargument, diese Anlagen besser auszulassen, sodass dann eben die Rendite deutlich überproportional zu dem wachsenden Geschäftsvolumen steigen dürfte. Dazu kommt bei Crop Energies, dass man nicht nur diesen Bioethanol vermarktet, sondern auch die bei der Produktion des Bioethanols entstehenden Kupplerprodukte. Also dass man sie weiterverarbeitet zu Futter oder Lebensmittel. Man nutzt also praktisch zusätzliches Geschäft. Das Unternehmen ist auch gut unterwegs und ich glaube, man kann gerade jetzt sehr optimistisch sein für die mittelfristigen Perspektiven.
E10, das Stichwort, da hat es ja vielleicht auch oder hätte es fast ein paar Klagen gegeben, weil alle dagegen geklagt haben. Und mit dem Thema Klage kann ich nämlich wieder rüber zum Volker. Und dann sind wir nämlich schon bei deinem zweiten Depotwert angelangt, Drillisch. Da hat die Telekom Drillisch auf Schadensersatz verklagt und alle Verträge gekündigt. Hat die Aktie erstmal fast halbiert oder besser gesagt, oh, mehr so tief. Ja, auch, man kann schon sagen, skalpiert. Ist natürlich jetzt, setzt ihr auf die Aktie. Warum? War das alles doch nicht so schlimm oder hört sich ja zunächst mal wieder Griff ins fallende Messer? Man muss die Relationen einfach sehen. Zunächst klingt so eine Meldung natürlich extrem schockierend. Die Aktie hat im Tief sogar 3,25 Euro gesehen. Also hat sich mehr als halbiert, aber man muss die Relation schon zurechtdrücken. Es geht hier, letztlich geht es hier erstmal um eine Schadenssumme, die zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro circa liegt. Und dagegen steht aber ein Verlust am Börsenwert aktuell von 130 Millionen Euro. Man muss einfach sehen, dass die Telekom für Drillisch eigentlich gar nicht so ein großes Gewicht hat. Drillisch hat 2,5 Millionen SIM-Karten unter Vertrag, davon sind 0,3 Millionen von der Deutschen Telekom. Das ist nicht viel, zumal zudem hat man in den letzten Jahren mit der Deutschen Telekom kaum mehr neues Wachstum generieren können. Deshalb ist das alles nicht so dramatisch und auch die bestehenden SIM-Kartenverträge, die wird man jetzt in andere Verträge wahrscheinlich umswitchen. Also damit kann man leben, das ist nicht dramatisch. Auch die Gewinnschätzungen werden sich dadurch nicht dramatisch reduzieren. Drillisch wird seine Prognosen sicherlich erfüllen. Die haben jetzt auf dem aktuellen Niveau ein KGV von 7 bei einer Dividendenrendite von ca. 12%. Deshalb halte ich den Schaden doch letztlich für überschaubar. Dazu kommt, dass die Netzprovider Vodafone und O2, die wichtigsten für Drillisch, auch gesagt haben, dass sie in ihrem Geschäft mit Drillisch keine Unregelmäßigkeiten festgestellt haben. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass sich die Aktie kurzfristig in den nächsten Wochen weiter erholen wird. Wahrscheinlich nicht wieder Richtung 8,50, wo sie herkommt, aber bestimmt Richtung 7,50 Euro, 7,80 Euro. Und das wollen wir eben nutzen. Spekulation, dass die Aktie dahin geht und dann raus aus dem Depot wieder? Und dann wieder raus, ja, genau. Also, rein ins Depot ist dann wieder das andere Stichwort. Die ersten drei Aktien, sage ich mal, waren jetzt eher bekannter. Kommen wir mal zu euren zweiten drei Aktien. Da sind wir dann so ein bisschen mehr in der Schiene Exotik. Wir gucken mal schnell auf die Tafel. Auch hier sind wieder Limits gesetzt worden. Fangen wir vielleicht mal an mit Gentiva. Das ist ein Unternehmen, das vielleicht auch nicht jeder kennt. Wo kommt es her? Was macht's? Das ist ein Unternehmen gelistet an der Nasdaq, Gentiva Health Services, ein Spezialist für die medizinische Versorgung zu Hause und in Hospizen. Man versorgt ungefähr 80.000 Patienten jeden Tag. Das ist ein interessantes Geschäft, weil natürlich, wenn man einmal krank ist und dauerhaft Pflege braucht, man die nicht einfach so absetzen kann. Aber es ist auch ein etwas schwieriges Geschäft, weil es natürlich immer wieder von staatlicher Seite zu Angriffen kommen kann und zu Verzerrungen in der Preisstruktur, in der Förderung und so weiter. Die Aktie ist zuletzt sehr, sehr schwach gewesen, sie notiert im Moment etwa auf dem neuen Jahrestief, hatte auch einige Nackenschläge zu verdauen, das Unternehmen, aber der jetzige Kurs scheint uns als eine deutliche Übertreibung nach unten. Im ersten Dreivierteljahr ist Gentiva um etwa 40% im Umsatz gewachsen. Man hat in den ersten drei Quartalen etwa 1,35 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Dagegen steht ein Börsenwert im Moment von ungefähr 164 Millionen Dollar. Das heißt, wir haben eine Kursumsatzbewertung von ungefähr 12%, ein lächerlich niedriges Niveau. Auch die Charttechnik macht einen konstruktiven Eindruck, sodass wir hier erstmal mindestens auf eine Gegenbewegung setzen können. Gegenbewegung ist nicht das Stichwort bei Softing, oder? Den habt ihr aus einem anderen Grund genommen. Softing haben wir aus einem anderen Grund genommen, auch eine eher kurzfristige Spekulation für uns, weil wir eben auf die Quartalszahlen setzen, die nächste Woche kommen, am 15. November. Wir gehen davon aus, dass die sehr, sehr gut werden. Softing ist ein Hersteller von Software und Hardware für den Automatisierungsbereich, auch gerade in der Automobilindustrie. Auftragslage ist sensationell gut für 2012. Das Jahr ist auch quasi im Sack. Man hat hier noch im Sommer einen Großauftrag von Porsche akquirieren können, wo man eine ganz neue Produktlinie eröffnet im Bereich der Messtechnik. Da werden auch nächstes Jahr hohe Umsätze fließen. Also die sind schon auf dem richtigen Weg und die werden jetzt sehr gute Zahlen bringen. Die werden ein hohes zweistelliges Wachstum zeigen. Und wenn man sich vor dem Hintergrund die Bewertung einmal anschaut mit einem cashbereinigten KGV von 6. Die haben keine Bankverbindlichkeiten, haben 1,20 Euro netto Cash in der Aktie, 60% Eigenkapitalquote, dann ist das vor dem Hintergrund doch eine sehr attraktive Bewertung. Wir setzen jetzt einfach auf die Zahlen, die nächste Woche kommen. Das könnte der Aktie nochmal einen Schub verleihen.
Kommen wir zu der nächsten Aktie bei euch. Das ist so ein kleines Déjà-vu-Erlebnis vielleicht, weil die gleiche oder eine ähnliche Situation hatte man schon in der Nordsee. Da ist ein riesengroßes Ölfeld gefunden worden und danach sind die Aktien auch gut angesprungen. Jetzt ist vor der argentinischen Küste ein riesengroßes Ölfeld gefunden worden und darauf spekuliert ihr jetzt auch auf steigende Kurse. Richtig, genau. Wir setzen auf Repsol, den spanischen Öl-Multi. Dieser Fund da in Argentinien ist tatsächlich sehr bedeutsam für Repsol. Es ist ja ein Volumen von ungefähr 927 Millionen Barrel, sehr erheblich. Und Repsol kann damit die Reserven in etwa verdoppeln. Und das Gute ist auch, dass man diesen Fund wahrscheinlich relativ schnell wird erschließen können oder recht schnell mit der Erschließung beginnen kann, sodass hier tatsächlich eine deutliche Erholung wahrscheinlich ist. Und ich würde vielleicht auch noch mal so ein bisschen davon, von dieser individuellen Story ein bisschen abweichen, und Repsol und auch Silver Lake Resources so ein bisschen unter die Makroüberschrift setzen. Denn wir haben immer noch ein Umfeld, was sehr geprägt ist von Unsicherheit, von einer niedrigen Visibilität an den Märkten und hohen Risiken. Und mit diesen beiden Unternehmen setzen wir meines Erachtens sehr gut auf gewisse Absicherungsmechanismen auch. Nämlich einmal Öl, falls es zu Konflikten mit dem Iran kommt. Das ist immer noch ein Risiko, was man nicht ganz wegdiskutieren kann im Moment. Und das andere ist eben Gold, was auch von dieser Unsicherheit tendenziell profitiert. Also das nur mal so ergänzend. Die Unternehmen haben beide, also Silver Lake Resources und auch Repsol für sich selbst eine Story. Aber das Makroumfeld ist nochmal eine passende Begleitmusik dazu. Ja, wenn die Kanonen donnern oder so, ne, dann könnte es sein, dass die Flucht ins Gold wieder beginnt. Darauf, gut, auf den Krieg spekuliert ihr nicht, aber ihr spekuliert auch darauf, dass der Goldpreis wieder steigt. Deswegen habt ihr euch ein Zertifikat ausgesucht auf den Goldpreis, also steigender Goldpreis für dich eigentlich gegeben. Genau, also wenn man einen verlässlichen Trend sucht, dann findet man ihn derzeit sicherlich im Gold, nicht an den Aktienmärkten, keine Frage, vielleicht mit Ausnahmen in Einzelwerten, aber beim Gold sieht man ihn. Gold hatte jetzt zuletzt eine technische Korrektur Richtung 1550 Punkte, hat aber hier, man sieht es auch am Chart, exakt auf der unteren Aufwärtstrendlinie wieder nach oben gedreht. Das ist für uns ein sehr bullisches Zeichen, aber auch die fundamentale Seite stimmt einfach. Gold bleibt weiterhin ein knapp ist gut. Es ist so, dass die Goldnachfrage ganz klar weiter steigt. Zum einen sind es natürlich Absicherungsgründe der Privatanleger, zum anderen sind aber auch die Notenbanken, gerade auch aus Asien und Südamerika, weiterhin auf der Nettokäuferseite. Dazu kommt eine sehr, sehr hohe Nachfrage aus Asien. Asien macht derzeit 52% der gesamten Goldnachfrage aus und die hatte 2010 schon ein neues Rekordjahr erlebt und wird jetzt 2011 nochmal signifikant drüber liegen. Aber gleichzeitig schwächelt eben die Angebotsseite. Ja. Die Minen finden nur noch unerheblich neue große Vorkommen. Zum anderen besteht das Angebot auch zu 40% aus Recyclingmaterial. Und hier stellt man auch fest, dass seit 2010 das Angebot aus diesem Recyclingbereich rückläufig ist. Und aus dem Grund, denke ich, kann man hier sicherlich mal eine kleine Position in einem Goldcall investieren. Das habt ihr getan. Volker hat gesagt, die Minen finden nicht mehr genügend Ressourcen. Ich glaube, bei Silver Lake sieht es ein bisschen anders aus, sonst hättet ihr nicht drauf gesetzt. Oder muss man bei denen Angst haben, dass ihnen die Goldquellen irgendwann ausgehen? Oh, das kann auf lange Sicht immer mal passieren, denn das Angebot an Goldproduktion kann nicht so leicht hochgefahren werden im Regelfall. Und die Angebotsseite in dieser Gesamtbetrachtung Gold ist nicht so flexibel wie die Nachfrageseite. Also die Argumentation, Nachfragesteigerung von Notenbanken, von Asiaten oder überhaupt Leuten, die in die Mittelschicht hineinwachsen, besonders in Asien, die bleibt und das Angebot ist halt relativ unflexibel. Ja, Silver Lake Resources passt eigentlich sehr gut in diesen Rahmen hinein, denn man ist vor allem Gold Explorer mit einem Schwerpunkt in Westaustralien. Das bedeutet nicht nur, dass man nur auf Gold setzt, aber eben auch und vor allem auf Gold. Ein aktueller Aufhänger ist ein größerer Fund von Kupfer. Im Gestein sind nicht nur erhöhte Kupferanteile von 45%, sondern eben auch Gold und Silber. Das Unternehmen hat eine sehr interessante Wachstumsperspektive vor sich, ist noch nicht sehr groß. Im letzten Jahr kam man auf ungefähr 70 Millionen australische Dollar Umsatz. In diesem Jahr wären es wahrscheinlich ungefähr 90 und im kommenden Jahr dann wahrscheinlich sogar über 160 Millionen australische Dollar sein. Also für sich allein schon auch eine sehr interessante Wachstumsstory. Gut, das waren die Aktien, die ihr ins Rennen schickt oder vielleicht bald ins Rennen schickt. Bei euch müssen die Limits ja erst greifen. Meine Damen und Herren, schauen wir uns alles nochmal im Überblick an. Fangen wir vielleicht nochmal an mit der Übersichtsgrafik vom Frankfurter Börsenbrief. Da haben wir zum einen QSC
2G Energy und Crop Energy. Auf der zweiten Seite sehen wir dann Silver Lake, Gentiva und Repsol. Drei eher exotische Werte, die aber mit guten Aussichtschancen sind. Das soll ja jetzt nichts heißen. Und dann gucken wir uns noch schnell mal die Aktien an, auf die der Aktionärsbrief setzt. Da haben wir Yum Brands, Drillisch, Softing und ein Turbo-Zertifikat auf Gold. Das also die Aktien, die ab morgen oder heute früh ins Rennen gehen, ab 9 Uhr. Die Eröffnungskurse von heute früh haben wir genommen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Danke, dass Sie dabei waren. Danke, Volker. Danke, Walter. Wir sind natürlich gespannt, wer in der nächsten Woche hier schon die Führung übernommen hat und welche Werte eingeschlagen haben. Und ich hoffe, Sie sind natürlich auch wieder mit dabei. Bis nächste Woche, bis in 2 Wochen kommen die Herren. In einer Woche komme ich alleine wieder und sage Ihnen erstmal, wie sich die Depots geschlagen haben und welche Änderungen gemacht wurden. Also, bis dahin. We'll be right back.